Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute werde ich mal wieder von meinen Mitarbeitern überrascht und ich habe absolut keinen Plan, was mich erwartet. Wir haben ein neues Objektiv. Schreibt gerne mal einen Kommentar. So steht hier ein Notstrom-Akri. Schreibt gerne mal einen Kommentar, wie euch die Optik gefällt und ob ihr das Ganze besser findet als in den Videos zuvor. Mitarbeiter heute wieder Tobi. Aua, ich habe eine Sehnenscheidentzündung. Lass das. Und du kannst mir jetzt erzählen, was mich heute erwartet. Die Optik gefällt mir. Sebastian, ich habe was hinterm Vorhang für dich versteckt. Alles klar, ich bin gespannt, Mann. Achtung, es könnte sich bewegen. Es könnte sich mehr als bewegen. Okay. Vielleicht könnte es sich sogar... Okay. Wo ist es? Ah, was ist es? Es ist ein Stück Plastik. Was ist das? Es ist Julius, Sebastian. Ist es so ein riesiger Plastikball? Ja, nicht riesig, aber er ist groß. Es gibt zwei Sachen. Was machst du immer? Morgens? Furzen. Kacken. Was machst du beim Kacken? Was brauchst du da? Toilettenpapier. Haben wir nicht mehr im Büro. Müssen wir einkaufen. Das heißt, wir kaufen ein. Plus, die Mitarbeiter haben Hunger. Das heißt, was ist unser Lieblingsessen? Burger. McDonald's. Danke. Danke, Chef. Ja, und die ganzen Sachen, die wir so machen heute, ist ja gar nicht schlimm soweit, aber in diesem riesen 2-Meter-Ball. An der Stelle, ich freue mich absolut drauf, wenn ihr Bock habt, dass ich in diesem Ding wirklich mal 24 Stunden drin lebe. Dann stirbst du, weil du keine Luft mehr hast. Lasst 20.000 Daumen nach oben da, dann machen wir das. Schreibt einen Kommentar, was ich mit diesem komischen Ding hier noch machen kann. Wasser füllen oder sonst was. Wer hat das eigentlich bezahlt? Bezahlt hast du das, Sebastian. Perfekt, super, let's go. Digga, das ist wirklich so scuff, was wir wieder tun. Der Typ in dem Auto links guckt uns auch so komisch an. Hallo? Ja, Plastik. Digga, der stinkt richtig nach vegan. Das ist nicht vegan, das ist Leder. Oh, ja. Oh, so, Achtung, Papa. Hallo. Polizei kommt. Echt? Da kommt Polizei auf den Weg. Oh, Sebastian, der Polizei kommt. Real Talk. Oh, Mann. Mach uns die Karate auf. Wo geht der aus? Hey. Oh, die parken hier. Kann man nach Polizei gehen? Nein, machen wir gerne mit dem Ball. Ja, gut, die geht weiter. Der hat keine Power. Die gucken alle. Also muss er einfach ums Eck. Mann, fährt rum. Er muss ganz rumgehen. Der geht los, das Auto. Och Mann, Digga, hier entweicht Luft. Er muss bestellen. Ich hätte gern 4 Cheeseburger und 3 Hamburger. Vom nächsten Schalter, danke. Danke. Ich hoffe, dass so gut geklappt hat. Ich verstehe sie nicht. 10? Es macht doch echt Spaß, wirklich. Wir können gerne mal anfassen. Toll, oder? Dankeschön, schönen Tag, lauf, ciao. So dann. Super, danke, ciao. Nein, oder? Nein. Pass auf, dass du mich auf die Straße kugelst. Oh. Oh, nein. Der kommt auf. Oh, da. Aua. Stellt euch vor, er wird rausgeworfen, weil er keine Maske auf hat. Tag. Was geht? 2G? Muss ich Mundschutz anziehen hier drin? Er hat dich wie einen normalen Menschen behandelt. Ja. Du kannst die Maske abnehmen. Ja? Da kommt doch keine Luft rein. Stimmt, eigentlich bin ich sehr sicher gegen Corona. Ding, du machst es ja. Du bist 3G, du bist geballt. Aber weißt du, was ich ein Problem sehe? Wie passt du da durch? Pass ich nicht, oder? Ja, wir versuchen es mal. Pass auf. Das war Toilettenpapier, ne? Entschuldigung, danke. Erzähl mal, dass wir nicht rausfliegen. Ah, hier ist unser Generator. Guck mal, das ist echt unser Generator. Sicher, dass Sie. Soll ich mal eine Information vorne fragen? Ich habe das Gefühl, der Sicherheitsmann wird gefeuert. Hallo, ich suche Toiletten. Nein, bitte nicht. Ich suche Toilettenpapier. Toilettenpapier, ganz hinten links. Mann. Dankeschön. Wir brauchen echt Toilettenpapier, das ist ja nicht mal ein Witz. Ah, Junge, es ist so fucking warm hier drin, Alter. Ich sterbe einfach. Ich kann nicht mehr, es ist so warm. Ich krieg keine Luft, Alter. Ach, damit ich hier rumrollt, oder was? Nach dem Klopapier bist du. Ich hätte gerne einen Teppich für hier drin. Entschuldigung? Ich suche Toilettenpapier. Toilettenpapier? Ja. Müssen wir vorne gucken. Wo denn? Ist weiter vorne rechts. Willst du mitrollen, oder?
Ich komme nicht in den Gang rein. Egal. Also, ich sag's wie es ist. Ich glaube, eine Maske tragen ist entspannter als das. Das hier ist der richtige Merkel-Maulkorb. Der echte Merkel-Maulkorb. Ausverkauft. Ausverkauft? Ausverkauft? Ausverkauft. Ja, dann müssen wir da. Gar nichts mehr da. Dann müssen wir jetzt zum Rewe, ne? Schade. Okay, danke. Ey, warte mal. Sag mal nicht, dass wir jetzt umsonst hier drin waren. Doch, doch. Also, wir müssen jetzt leider wieder raus. Sebastian, das, was wir brauchen, haben die leider nicht. Ja, aber wir sind jetzt leider umsonst hier. Wir müssen wieder raus. Kurz. Wir müssen wieder gehen. Hey, ich krieg keine Luft hier drin, wirklich. Mir ist ganz schwindelig. Keine Luft, da ist genug Luft drin. Nee, hier ist nur noch Kohlenmonoxid drin. Hast du überfurzt? Pass ich hier durch? Ja. Nee, Digga, da, also das ist eine Maschine. Oh, ach so, die hab ich nicht gesehen. Ey, ich frag mich, er kommt doch nie im Leben durch die Kassen. Nee. Achtung! Danke. Sebastian, du kommst nie im Leben durch die Kassen. Da ist der Eingang. Jetzt. Oh, pass auf. Da kommt er nicht raus. Doch, ich muss. Da kommt er nicht durch. Digga, was denkt ihr? Dankeschön. Oh, Entschuldigung. Danke. Ich hab das Schild umgeworfen. Ja, der war ganz sauer, der Security-Mann. Ey, ich seh nichts mehr. Ja, ganz ehrlich, ich würde auch einfach aufhören mit YouTube an der Stelle. Aua. Ey, Leute, es ist so schlimm hier drin. Ich sehe nichts. Ich krieg keine Luft. Es ist 90.000 Grad warm, Alter. Der ganze Ball tropft von oben einfach. Ey, check dir das, wie dreckig der ist. Ey, ich kann nicht mal ein Auto erkennen hier. Digga, hier hat's eine Luftfeuchtigkeit von 900%. Wann kommt der Bordstein? Achtung! Hast du ihn umgeworfen? Nein, ich hab nichts gemacht. Ihr Wichser, ihr Dreckigen. Wir haben nichts gemacht. Ey, siehst du überhaupt noch irgendwas? Aua. Ey, ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ey, lass dich mal raus, bitte. Digga, hier stinkt's wie Scheiße drin. Digga, ne. Digga. Stinkt es? Digga. Du hast da richtig geschwitzt. Hier ist es so Luft zu haben. Also soll es das gewesen sein. Das soll es gewesen sein. Ich bin zu gefickt, Digga. So geil, wie du einfach Baumarkt, der Security, da hat dich wie ein normaler Mensch gesehen, oder? Bro. Hat der dich irgendwas gefragt? Was das soll. Ich hab gesagt, ja. Ey, wir müssen hier weg. Wirklich, ich kann hier nie wieder hingehen. Das war's von diesem wunderschönen Video bei McDonald's und im Baumarkt mit einem scheiß Riesenball. Was für eine Scheiße. Aber wir haben jetzt kein Klopapier. Das ist unser Erfolg. New Content Pool unlocked. Ja, Digga. Ich bin so fertig, Mann. Ich habe heute 2,5 Stunden geboxt. Jetzt sowas. Ich bin gefragt. Das war dieses wunderschöne Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich gehe jetzt duschen und wir machen den Ball sauber. Und beim nächsten Mal geht's mit dem Ball aufs Wasser, da in den Ball rein. Und dann schauen wir mal. Wer wässert. Alles klar. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.